Was machst du in Mexiko? Also, erstmal ja, hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich bin live aus Mexico City. Hier ist es gerade 12.36 Uhr, ein Traum zum Streamen. Also hier kann man quasi mittags anfangen zu streamen und ist bei euch in der Primetime gelandet. Wie geht's der Hand? Auch eigentlich ganz gut, kann ich gleich nochmal näher ranhalten und zeigen. Fängt jetzt schon an zu pellen, das ist dann halt ist eine Phase, die gehört leider dazu, aber es funktioniert, ist alles gut. Also ist auch schon wieder abgeschwollen. Ging auch ziemlich schnell. Also geschwollen war es so 2 Tage. Einen Tag doll, den zweiten war es schon weg und jetzt ist es wirklich gar nicht mehr geschwollen. Und noch glücklich mit dem neuen Tattoo. Ja, alles cool. Also wie gesagt, man kann es jetzt noch schwer einschätzen. Die Farben müssen sich halt erstmal anpassen. Das passiert jetzt so langsam. Ich zeig's gleich nochmal richtig. Wie viel Grad sind es in Mexiko? Heute ist verhältnismäßig kühl. Ich würde sagen so 16 bis 20 Grad. Also ist jetzt nicht kalt, aber ist jetzt auch nicht super, super warm. Gestern war es wärmer auf jeden Fall. So, also ich kann die Hand ja einmal zeigen, weil es jetzt schon wieder ein paar Mal gesagt wurde. Hier ist die Hand. Halbwegs geheilt. Also ist jetzt noch, sieht man das? Pellt so ein bisschen. Da sieht man so ein bisschen, wie es da oben rumpellt. Kann auch schwimmen. So, genau. Die Farbe gleicht sich natürlich mit der Zeit dann einfach immer mehr an. So. Das Haus ist einfach nicht gerade. Ja, hier ist tatsächlich eine ganze Menge schief. Ich habe heute schon gelernt, wir wollen ja heute auch über Geschichte reden. Ich weiß nämlich viel zu wenig über mexikanische Geschichte. Ich habe aber schon gelernt, dass hier ja früher eine alte Stadt war, auf der quasi Mexico City gebaut wurde. Also auf einer alten Aztekenstadt. Und ursprünglich waren Kanäle durch die ganze Stadt gezogen. Als die Spanier angefangen haben, hier eine Stadt zu bauen, haben sie die Kanäle einfach alle trockengelegt. Die Stadt hieß, war das Tenochtitlan? Ich glaube schon. So, falls nicht, berichte ich mich gerne. So, und hier wurde alles trockengelegt und dadurch sackt das alles langsam so ab. Und wir sind gestern ein bisschen durch die Stadt gelaufen, da sieht man wirklich eine Menge Gebäude, die richtig schon so Schieflage haben, weil die einfach nach und nach ganz langsam im Boden versinken. Und dann war vor einer kurzen Weile hier auch ein Erdbeben, das hat wohl auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass noch mehr Gebäude abgesackt sind. Ja, genau. Sonst muss ich sagen, Mexico City, wir waren gestern, also ich bin angekommen vor 2 Tagen, relativ spät abends, am Flughafen Mexico City quasi, da 2 Terminals. Ich bin dann erstmal zum zweiten Terminal, hab Esther da abgeholt. War sehr, sehr nett zum Glück. Also die Leute im Bus und so waren sehr nett, weil mein Spanisch ist grauenvoll. Ich verstehe ein bisschen was, ich spreche so gut wie gar nichts. Ich hatte es mal in der Schule, war aber sehr, sehr schlecht einfach. Und hab dann, zum Glück haben die mir alles geholfen, haben mir dann gesagt, wo es hingehen muss und so. Mit meinem gebrochenen Spanisch spreche ich das einigermaßen verstehen. Sie fliegen. Bin dann zum Terminal 2 am Esther abgeholt. Wir sind dann zum Airbnb. Ein wunderschönes Airbnb, so ein ganz altes Haus in einem sehr schönen Viertel. Die Straße heißt Tabasco, in der wir sind. Also wirklich wunderschönes Airbnb. Kleines Apartment mit oben einem Schlafzimmer und einem Bad und unten halt so einer, dieser kleinen Ecke, in der ich sitze und so einer kleinen Küche. Wir sind jetzt halt dann bis dann hier. Gestern haben wir dann, also am ersten Tag haben wir gar nicht so viel gemacht. Wir sind abends essen gegangen. Oh, doch, das ist ganz spannend. Ich habe Asseln gegessen zum ersten Mal. Es hieß Sea Staplers. Ich wusste nicht, was das ist. Nicht mal Esther wusste, was das ist. Dann habe ich es nachgeguckt und habe ihn auch gefragt. Es sind Asseln tatsächlich. Ich habe im Grunde große Kellerasseln gegessen. Mit Pasta. Schmeckte wie Shrimps. So. Die waren nicht ganz da drauf, sondern es war nur das Fleisch. Habe ich jetzt auch noch nicht gegessen vorher. Ehrlich gesagt, ist nicht so spannend. Also wenn ihr das mal angeboten bekommt, könnt ihr gerne ja sagen. Das schmeckt wie Shrimps. Ist wirklich kein Unterschied gewesen. So, ich wusste auch nicht, ihr seht das auch nicht. Das ist einfach Fleisch. Da sind halt Stücke von diesem Fleisch im Essen dann. Das ist halt wirklich wie, ja, große Kellerasseln. Wie groß? Also die waren, glaube ich, wären so ungefähr. Also so, ja, so eine halbe Hand groß oder so ist, glaube ich, die Keller. Oder eine Hand groß. Ich wusste das auch vorher nicht. Er hat uns das dann gesagt, das spanische Wort gesagt, da konnten wir es googeln. Ja. Igitt Shrimps. Also, wie gesagt, es schmeckt wie Shrimps. So. Wenn ihr Meeresfrüchte mögt, mögt ihr das. Da gibt es nicht viel dran, eklig zu finden. An sich, das kam mir jetzt auch schon. Gott, das sind ja halbe Ratten. Insekten essen ist eine gute Sache. Insekten essen, es gibt das hier in Mexiko. Ah, wir hatten dann auch noch Ameisen, also wir hatten so eine Art, ja, ich sag's jetzt mal voll simpel, so eine Art Guacamole mit Ameisen drin. Das war jetzt eher so, waren wir jetzt beide nicht so mega begeistert von. Also die waren zermatscht, man hat davon noch gar nichts gesehen. Sehr butterig, leicht nussig, fand ich jetzt nicht so überragend. Also hat mich jetzt nicht umgehauen, muss ich ehrlich sagen. Sind doch auch Meerasseln, oder genau, das sind halt Meerasseln, die leben im Meer wirklich, die Asseln. Alle Asseln sind eigentlich, ne, also auch Kellerasseln haben doch, glaube ich, unten, die haben ja nur Kiemen. Also die haben ja unten so einen Wassertropfen unter sich. Die haben keine Lungen in dem Sinne, wenn ich mich richtig erinnere. So, dann
Also, Insekten essen. Wir waren gestern auf einer Streetfood-Tour und auch da wurden Insekten angeboten. Aber unser Guide hat uns auch gesagt, Mexikaner essen Insekten, aber immer zubereitet. Also so, dass man dann wirklich ja jetzt da pur sitzen würde und sich einen Skorpion reindrückt, das ist nur für Touris. Also, das ist nicht verbreitet. Wir hatten zum Beispiel den Mezcal, den wir getrunken haben. Mezcal ist so eine Art Schnaps. Ich weiß gar nicht, aus was Mezcal genau. Ich glaube, aus Kaktus wird er gebrannt. Ich bin mir aber nicht sicher. Oder Orangen? Vielleicht erzähle ich auch Quatsch. Ich glaube, Kaktus. Jedenfalls, dann, genau, da gab es dazu eine Orange und auf die war so ein Salz gestreut und das war Mehlwurmsalz. Also die Mehlwürmer werden dann geröstet und so und das schmeckt ganz okay. Also keine Ahnung, das Salz ist halt Salz so und hat ein leichtes Aroma von irgendwas, aber nicht eklig. Also ich bin dann vielleicht auch nicht, da bin ich nicht so, ich stelle mich da nicht so an, aber es ist jetzt auch nicht verbreitet. Man findet auf vielen Karten was, es gibt wohl Ameisen-Eier, das soll eine Delikatesse sein, die dann auch, jetzt kommt bald die Saison dafür, würde ich jetzt auch probieren, ja. Mezcal ist aus Agave. Ah, okay, danke. Hä, ist Tequila nicht aus Agaven? Ist Mezcal auch aus Agaven? Das wusste ich nicht. Naja, jedenfalls, war ganz lecker. Ich, keine Ahnung, wenn ihr euch davon nicht ekelt. Das Ding ist, die Insekten, die ihr hier vorgesetzt, ihr kriegt halt nicht eine Heuschrecke in die Hand. So, man kann das probieren, aber in der Regel ist das in dem Gericht verarbeitet und dann ist das auch nicht so eklig. So, was ist das Motiv von deinem neuen Tattoo? Das ist von Julia Oertgen tatsächlich. Also Julia hat das auch gezeichnet. Das ist... ist ein Knorrhahn, ein Fisch, Gurnard im Englischen, ein norddeutscher Fisch. Ja, so, die Streetfood-Tour war sehr, sehr cool. Also wir sind genau da hingefahren, wo früher die Hauptpyramide der Aztekenstadt stand quasi. Ich weiß gar nicht, ob die Mayas da auch schon, ich glaube nein, ich glaube die Azteken haben da schon gesiedelt, jetzt die Mayas noch nicht. Genau, so, sind da noch eine Streetfood-Tour. Das erste, was wir gegessen haben, waren... Ich habe den genauen Namen vergessen. Also erstmal, wir haben so eine Art, die haben es Quesadillas genannt, aber das war echt das Bild, was ich auf Twitter gepostet habe. So ähnlich sahen die auch aus. Also so dunkler Teig, so eine Art Tortilla aus dunklem Teig. Und in der Mitte war dann Käse und jeweils Zutaten eingebacken. Eins waren Schweinerippen eingelegt. Sehr, sehr lecker. Richtig, richtig geil. Und dazu grünes Salsa oder rotes Salsa, je nachdem, wie man möchte. Dann hatten wir eins, das ist ein Pilz, den die hier auch German Mushroom nennen. Das ist ein Pilz, der auf Korn wächst. Sieht ein bisschen lustig aus, so ein bisschen eklig pilzig. Schmeckt ganz gut, hat mich jetzt nicht umgehauen, aber ist ganz lecker. Dann, also da haben wir direkt vier probiert. Dann gab es noch einen Nurm, so an sich mit Pilzen, so was ähnliches wie Champignons. Vom Geschmack würde ich sagen, aber es hieß anders. Also war ein anderer Pilz. Und das letzte, Zucchini-Blüten. Ah ne, Kürbisblüten. Kürbisblüten eingelegt und gebraten. War alles sehr, sehr lecker. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Gerade Streetfood ist hier so, also die Straßenstände, es gibt Unmengen davon und das Essen ist richtig, richtig saugut. Also, war sehr, sehr gut. Danach sind wir, was war denn das zweite, das wir dann gegessen haben? Ah, dann habe ich im Grunde sowas gegessen. Das war auch, also im Grunde ist das Kebab, das ist auch türkisch beeinflusst. Das kam mit türkischen Einwanderern hierher. Das war wie ein Dönerspieß, aber direktes Feuer. Dann war das Schweinefleisch. Das wird dann abgeschnitten. Da unten drin liegen Zwiebeln, die kommen mit in den Tortilla. Und es gibt das auch mit Ananas. Es gibt aber Leute, die das nicht richtig finden, Ananas reinzutun. So. Und das war richtig lecker. Also voll geil. Auch mit dem direkten Feuer. Dadurch war das halt viel saftiger. Das war nicht so, wie wir das oft kennen bei Kebab oder Döner. Dass das halt so ein bisschen knusprig, auch leicht zur Trockenheit neigt. Sondern es war mega, mega saftig. Das war richtig geil. Danach sind wir in den Markt gegangen, also in so einen klassischen Markt, wo man rumläuft, wo wirklich dann auch Ziegen gehäutet werden, die man sehen kann und so. Haben Obst probiert. Ich habe eine Uravocado gegessen, also quasi eine Avocado, die man mit Schale isst, in die man so reinbeißen kann. Die war auch viel fester als die Avocado, die wir so kennen. War mega lecker, also war wirklich, konnte man gut essen. Dann habe ich zwei Sachen gegessen. Fuck, ich habe den Namen der Früchte vergessen. Das eine hat mich nicht so umgehauen, das andere war zitronig und lecker. Ich frage nachher Esther nochmal. Die hat sich die Namen bestimmt gemerkt. Uravocado, ja, so die Urform der Avocado wurde es uns verkauft. So quasi aus dem, wo heutige Avocado draus kultiviert wurden. Leben in Mexiko nicht durchschnittlich die dicksten Menschen der Welt, klingt so. Ich glaube, und das ist mein Eindruck von mexikanischem Essen, dass ganz viel mexikanisches Essen basiert auf sehr, sehr guten Zutaten. Also es ist sehr viele Zutaten in sehr reiner Form. Es sind immer super viele Farben, man kombiniert das direkt so. Ich glaube, es ist sehr, sehr leicht, mexikanisches Essen sehr fettig und billig zuzubereiten. So, dass die Leute quasi es essen und nicht merken, wie ungesund es ist, weil sie sich an den Geschmack erinnert fühlen. So. Gab es so eine Art Kulturschock bisher für dich, abgesehen vom Essen?
Naja, man muss halt sagen, klar, das ist Mexiko. Ne? Die Stadt sieht halt anders aus als die meisten Städte, die man kennt, aber man hat halt auch schon Bilder gesehen. Die Leute sind super, super nett, das Essen ist wirklich sehr gut. Kulturschock würde ich nicht sagen. Ich glaube, es kommt immer darauf an, was man erwartet. Es gibt ja eine Menge Leute, die einen davor warnen, so Mexico City soll ja eine sehr gefährliche Stadt sein und so. Ich glaube, das kommt auch darauf an, wo man ist. Dann kann Eminem, übrigens, wenn ich es sage, das kommt auch stark darauf an, wo man ist, aber was soll ich jetzt auch beurteilen? Ich bin jetzt 2,5 Tage hier, ne? Also, ja. Es gibt wohl eine sehr große deutsche Community, wurde uns gestern schon gesagt. Man sieht sehr oft deutsche Wörter, auch also deutsche Übersetzungen an Sachen. Das liegt daran, es gibt, wie gesagt, wohl seit Jahren eine sehr, sehr große deutsche Community in Mexico City. Und es gibt wohl eine sehr große koreanische und eine sehr große deutsche Community. Das sind so die zwei größten Communities in der Stadt. Ja. Kann mir vorstellen, dass mexikanisches Essen veramerikanisiert wurde. Hier nicht. Ich glaube, das ist der Punkt. Auch Esther sagt, mexikanisches Essen ist nicht schlecht. Was war das für ein Schrei? Also, pass auf, ich erzähle das gleich. Können wir gleich drauf kommen. Ihr werdet eine Menge lustige Geräusche von der Straße hören. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ah, genau. Esther meinte, es gibt halt gutes Essen in den USA, mexikanisches, aber das ist schon amerikanisiert und das Essen hier ist sehr authentisch. Wir haben wirklich Sachen gegessen, wo ganz wenig extra Geschmack dran war oder so, also die wirklich sehr, sehr rein nach den Zutaten schmeckten. Mega geil. Also, ich muss sagen, ich habe auch Sachen gegessen, die mich jetzt hier nicht umgehauen haben. Da war schon auch vieles dabei, das ich echt lecker fand. Warte, ich will mich mal anders hinsetzen. Ist ja ganz nett, hier so rumzuschisselieren, aber kann ich meine Füße auf den Tisch tun? Wir sind ja quasi zu Hause. Was willst du? Achso. So. Das Schreien. Es gibt ganz viele so Straßenhändler, die mit bestimmten Geräuschen verbunden sind. Das Schreien ist, glaube ich, jemand, der rumfährt und der verkauft irgendein Essen. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber irgendein Essen. Dann gibt es einen, der hat so ein komisches Tuten, also so ein ganz hohes Pfeifen. Das ist einer, der schärft Messer. Der hat hinten so einen Messerschärfer auf seinem Fahrrad. Dann gibt es jemanden, der verkauft so eingelegte Süßkartoffeln, wo so eine Soße drüber kommt und die werden auf so einem Dampfding erhitzt und dieses Dampfteil, von dem kann er Luft ablassen und dieser Dampf, diese Luft, die er dann anguckt, die erzeugt dann ein Geräusch. Und das Geräusch, das hört man dann und das ist mega ätzend. Wenn der hier vorbeifährt, ihr werdet auch sagen, oh bitte, das bringt mich um, das ist ja grauenvoll. Verstehen viele Leute Englisch? Ich glaube schon, wir kommen jetzt mit Spanisch halt verhältnismäßig gut durch. Also ich habe jetzt den Luxus, dass Esther auch einfach Mad Mike LP hat auch einen Sub da gelassen. Vielen lieben Dank. Wir kommen jetzt auch gut damit, dass Esther halt einigermaßen Spanisch spricht, einigermaßen relativ gut Spanisch spricht und ich mit meinen drei Brocken jetzt auch klarkomme. Ja. Also man kann aber auch nur mit Englisch klarkommen. Stimmt es, dass man viele Häuser mit Gitterstäben sieht wegen der Angst vor Einbrechern? Ich würde nicht mal sagen, viele, jedes Haus hat im Erdgeschoss Gitterstäbe vor den Fenstern. Ich weiß nicht, also ich kann nichts dazu sagen, ob das gerechtfertigt ist. Ich weiß nur, dass ich sehr viele Häuser mit Gitterstäben sehe und man sieht sehr, sehr viele Häuser, sehr, sehr viele Läden und so, die in Security haben. Was da jetzt dran ist oder nicht. Ich weiß, dass an sich, man sagt, Mexico City hat eine verhältnismäßig hohe Kriminalitätsrate. Ich fühle mich jetzt nicht unsicher. Man sieht auch recht viel Polizei. Wir sind aber natürlich auch so im Zentrum, in den Bezirken, in denen sich das auch irgendwie lohnt. So. Jetzt um es weiterzumachen. Wir sind dann, wie gesagt, noch weitergezogen. Auf diesem Markt haben wir alle möglichen Sachen probiert. Abgefahrenen Käse, noch mehr, weiß ich nicht, frisches Fleisch, tolles Obst und so. Also kann ich wirklich empfehlen, gerade die Märkte, richtig cool. So, das ist, glaube ich, dann, genau, diese Tour ging dann weiter. Wir haben dann noch ein paar abgefahrene Sachen gegessen, haben ganz frischen Saft. Also ich habe Hibiskusblütenwasser getrunken. Mega lecker, kann ich nur empfehlen. Also ist auch ein bisschen gesüßt und so, ist richtig, richtig geil. Dann, was hatte ich noch? Ich glaube, dann sind wir am Ende dieser Tour, sind wir dann los. Wir waren in einem Musikviertel und da war ein Laden, an dem stand Holocausto. Mehrere Läden. Ich weiß nicht, was das Wort Holocausto hier heißt, aber ich war ein bisschen irritiert. Wie war der Flug? Horror. Ich muss leider sagen, das lag aber nicht an der Airline oder am Flieger oder irgendwas. Mir tat der Arsch weh. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, ich habe irgendwie ein bisschen Muskeln am Po verloren. Ich weiß auch nicht warum. Ich echt nach einer Stunde fing ja schon, als mir der Arsch so weh tat. Ich musste jede Stunde aufstehen. Es war ein 12-Stunden-Flug und ich bin die ganze Zeit rumgelaufen. Sonst bleibe ich halt immer super lange sitzen. Mega ätzend. Aber war okay, ne? Also alles Luxussorgen. War jetzt nur so. Etymologisch heißt Holocaust heiliges Feuer. Ah, okay. Es war halt Holocausto und ich habe es gesehen und war wie so, ui, okay. Genau. Mit uns auf der Tour war ein Pärchen auch aus Chicago. Esther kommt auch aus Chicago. Der Mann hat das Tattoo, also er hat nicht mal erkannt, welches Bild es ist, aber er hat mich dann am Ende gefragt, ob das Gustav Klimt ist. Das
Das hat mich sehr beeindruckt. Das war der erste Mensch, den ich je getroffen habe, der ohne irgendeinen Tipp wusste, dass das Gustav Klimt ist. Da war ich schon sehr beeindruckt. Also den Stil eines Künstlers als Tattoo gemacht zu erkennen, Respekt. Genau, was haben wir dann noch? Oh, Churros haben wir gestern noch gegessen. Das sind so lange frittierte Teig-Dingsies. Ja, da waren wir in einem wunderschönen Park, sind da ganz lange noch rumgelaufen. Also war gestern auch echt schönes Wetter, super viele Hunde da, super nette Leute. Und dann haben wir Churros gegessen mit so einer Milchcreme- und Schokoladensoße, die man so eindippen konnte. Und dazu ein Glas frische Milch, mega lecker. Dann habe ich, ich habe mexikanischen Mozzarella probiert. Ganz spannend, der hat so eine Säurenote. Also so wie ihr Mozzarella ja auch kennt sicherlich, den italienischen. So ähnlich, nur ein bisschen fester und fast so, als ob man die Milch so leicht ansäuern lässt. War ganz spannend, ich mochte das gerne. Also war ganz geil. Und Churros kann ich sehr empfehlen, sehr, sehr lecker. Also absolut krass süß und so, aber sehr, sehr lecker. Genau, so, ich glaube, das war schon alles, was ich so zu Mexico City erstmal erzählen kann. Ich kann dann im nächsten Stream noch mal ein bisschen mehr sagen. Ja, das ist so gerade der Stand der Dinge.